weiter. Aber trotzdem ist, fehlt uns irgendwie noch ein Schlüssel. Okay, die können wir bestimmt jetzt runterlassen. Super. Das sehe ich geil gemacht, dass man so oft sperren und alles aufheben kann. Super. Jetzt müssen wir da noch mal hinkommen. Jetzt kommen wir da wieder nicht durch. Ich verstehe das manchmal nicht. Ja, unsere Gesundheit macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Okay. Das sind auch ganz andere Muster. Wer weiß, wo ich den bekomme. So, jetzt haben wir noch einen Spiegel, den wir sozusagen, der noch ins Nirvana fährt. Der Spiegel hat immer noch kein Licht. Wir kommen hier aber auch nicht hoch, ne? Ne, wieder derselbe Scheiß. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder weiter. Also es nützt nichts. Hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, hier bräuchten wir theoretisch die eine Tür. Warum liegt hier nicht irgendwo noch ein Schlüssel rum, ey? Das ist, glaube ich, der vorletzte Spiegel, den wir jetzt noch umstellen müssen. Ah, hier ist noch ein Badezimmer. Da waren wir auch noch nicht. Sehr gut. Wir haben den Schlüssel. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wenn jemand das hier findet, ist es schon zu spät für mich. Ich befürchte, dass mich das Studium der Prismenwissenschaft zu sehr geschwächt hat, als dass ich noch weitermachen könnte. Aber ich bin mir sicher, dass ihr zu Wohle unserer Gruppe meine Arbeit fortsetzen werdet. Trotz meiner Meinungsverschiedenheiten mit TM denke ich, dass er am besten für die Aufgabe geeignet ist. Ich schlage vor, dass TM mit meinem Schlüssel weiterhin dafür sorgt, dass das Essen und die Vorräte weggesperrt sind, damit das Team konzentriert bleibt. Ich muss jetzt weitermachen. Ich wünsche euch die besten Vibrationen und hoffe, dass ihr alle transzendiert und mir in den unendlichen Kosmos hinter den Nebel folgt. Okay, machen wir. Toll, aber wir hätten hier nicht durchgehen können, oder was? Komisch. Ach ja, waren ja diese magische Sperre. So,
So, da oben waren wir schon. Das heißt, wir müssten jetzt den Schlüssel einsetzen. Ja. Vermute aber mal, dass es noch so eine Art Endfight gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles war. Dass irgendwer da noch mit der Macht verschmilzt oder so. Wir sind fast fertig. TM sagt mir, wir würden zum Hauptlager zurückkehren, sobald wir fertig sind. Er sagt auch, dass das Ritual so grandios ist, dass es mit nichts auf dieser Welt zu vergleichen sei. Hoffentlich hat er recht, denn bislang war alles hier ganz schöne Scheiße. CJ und Billy sind beide verschwunden und uns geht's langsam das Essen aus. Freue mich schon, dich wiederzusehen, Zozo. Ja, okay. Gesundheit wieder ein bisschen herstellen. Aber sonst ist hier nichts, ne? Ne. Mal gucken, ob wir alles haben. Super. Öl. Yo. Licht ja anscheinend gar nicht. Okay, das war's. So. Jetzt müssen wir, glaube ich, nur noch den hier ausrichten, ne? Jo, wir haben's. Sehr geil. Mann, Mann, Mann. Das war ja ein Kampf. Oh, wein doch nicht, mein Schatz. Mami ist ja da. Maya? Was ist hier los? Jess, Faber ist hier. Warte, tu nichts Falsches. Ich komme zu dir. Ah, das habe ich mir schon fast gedacht. Irgendwas passiert. Irgendwer verschmilzt mit der Macht, oder? Jess. Jess. Komm zu uns. Faber ist hier, siehst du? Das ist nicht dein Sohn. Das ist er. Ich tue alles, um bei ihm zu sein. Vielleicht können mir die Reflektoren nützlich sein. Ja, sehr gut. Immer schön einsammeln. Zerstöre die Schwärme. Alter, ist das übel, ey. Diese Musik, diese Atmosphäre im Hintergrund.
So. Wir müssen wieder einen beschädigten Reflektor benutzen. Okay, der ist da hinten. Leg deine sterbliche Hülle ab, Jess. So, das heißt, wir müssen wieder die Sterne zerstören. Sind da noch welche? Oder ach, da sind noch welche. Lass es mich dir zeigen. Wieder. Boah, da haben wir ja Glück gehabt, ey. Wo bist du denn? Wir haben's, ne? Oh, Alter, war das ein Kampf. Wo bist du? Mein Sohn. Da bist du ja. Komm her, mein Schatz. Nichts kann uns je wieder trennen. Voll kaputt. Du wirst hier irgendwann auch noch ertrinken. Okay, die ist erlöst. Sprachzentrum ist schon voll im Eimer. Und der Prisma, dieser Kristallanhänger wurde aus Romol David gefertigt. Dieser Kristall ist bekannt dafür, dass er die Transformation, das spirituelle Erwachen fördert. Wird die in diesen Kristall angeschaut negative Energie freigesetzt, kann dies die Menschen um dich herum ersticken. Okay. Was ich so krass finde, ich hätte eigentlich gedacht, dass das Ding jetzt durch ist. Kehre zu Hannah zurück. Aber das ist nicht der Fall. Wobei, das kann sein, dass der Fluch jetzt trotzdem gebrochen ist.
Geil wäre es natürlich schon, ne? Das fände ich richtig geil, wie der Regen so aufs Dach prasselt. Nebel lügt, Jess. Hier ist nichts. Gar nichts. Prismakristalle. Mehr haben wir nicht gefunden. Boah, das ist aber schwach. So, dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie wieder zurückkommen. Okay, hier ist kein Ausweg. Ja, hier ist ja das Klo. Rennen wir ja wieder im Kreis. Oh, hier geht's raus. Dass immer noch die Nebelschwaden da sind, finde ich ein bisschen verwirrend. Wir haben ja theoretisch alles richtig gemacht. Alles bekämpft. So. Ich glaube, hier ging es dann zum Ursprung zurück. Genau. Halte LB gedrückt, um die Prisma-Fähigkeiten auszuwählen. Alter, dass die Brücken gehalten haben, das hat mich echt gewundert. Hier sind wir doch letztes Mal runtergekommen. Aber hier geht es auch wieder nicht zurück. Wundert mich ein bisschen. Weil wenn wir jetzt zu Hanna zurück wollen, dann müssen wir doch zum Anfang zurück. Ich bin der Meinung, hier war der Anfang, hier sind wir auch hergekommen. Aber warte mal, da war ja auch ein Schild, da können wir ja nachvollziehen, wo es lang geht. Ach hier, hier müssen wir lang. Ich hab ihn, Jess. Wir sind vereint. Dieser Nebel ist echt kaputt. Sumpfgas, das vernebelt uns richtig. So, dann hoffen wir mal, dass wir hier unbescholten durchkommen. Okay, Pilz, sehr gut. Boah, ich muss doch völlig fertig sein, ne? Setz das Ding ein, mach die Tür auf. Will einfach nur noch in das Dorf zurück. Hier ging's ja nicht rein, ne? Doch. Ging auch. Du hast nie versucht, für mich da zu sein. Nie. Es ging immer nur um dich. Ach so, ach, alles klar. Das war ja, da konnten wir ja die Orte wechseln. Kann man machen, muss man aber nicht. Sie sind jetzt schmutzig, Jess. Nö, finde ich nicht. Ich habe mich gut behauptet. Hab gut gekämpft. Aber wo sind eigentlich die ganzen anderen Dorfbewohner? Das würde mich mal interessieren. Ah, hier immer noch was. Ja gut.
Für mich sah es so aus, als wenn das das Ende war. Sehr gut. Warte mal, wir machen mal was anderes. Wir meditieren nochmal. Hier können wir ja meditieren. Sollte mal mit vollem Gedächtnis da reingehen, mit voller Geisteskraft. Ja. Das sieht doch schon besser aus. Kim ging es so schrecklich. Sie gab sich die Schuld. Und du hast nichts getan. So, die Pflanze hier, die können wir jetzt auch nochmal zerstören. Und sich ganz so blöd anstellen. Ja gut. Wir laufen, wir müssen nicht alles bekämpfen. Auch gar keine Energie dafür. Ja gut. Oh, mit meinem Brainfuck, das war aber knapp. Warte mal. Jetzt können wir nochmal meditieren. Sehr gut. Ich kehre zu Hannah zurück. Das versuche ich ja die ganze Zeit. Deine Schuld. Du hast Kims Leben ruiniert. Und deins. Übel, übel. Aber gut, ich komme nicht ganz raus. Ich will einfach nur zu Hannah zurück. Lasst mich einfach durch. Jeder gibt dir die Schuld, Jess. Alle haben das gesagt. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist, was ich sage. Kann ich aber meditieren. Sehr gut. So, ich glaube, wir sind im Dorf angekommen, oder? Mann, war das ein Ritt. Ja, die wollte einfach nur ihre Freundin besuchen. Toll, warum ruckelt das denn jetzt so? Und warum ist denn keiner mehr da hier? Ach, Hannah lag ja da, ne? Oder? Ach, da ist sie ja.
Oh, ein verstörendes Spiel. Gott sei Dank bist du zurück. Wie geht's, Kim? Nicht besser. Wo ist Maya? Sie ist tot. Oh nein. Erst Sonny, dann Maya. Dann wird es uns auch bald erwischen. Nein. Wir werden hier wieder rauskommen, ganz egal, was es kostet. Was hat Tyler gesagt? Wegen des Rituals. Tyler ist so... so... Er hat gesagt, sein Prisma kann dazu genutzt werden, den Nebel zu kontrollieren. Und dass wir Monroes Maske brauchen. Aber woran erkennen wir die? Und wie nutzen wir sie? Das hat er nicht verraten. Er schreit nur. Ich rede mit ihm. Bist du dir sicher? Denn du musst sehr vorsichtig sein bei ihm. Er ist nämlich sehr sensibel. Hast du wirklich vor, mit Tyler zu sprechen? Ja, wir brauchen das rote Prisma, oder? Ich meine, haben wir eine Wahl? Wohl kaum. Aber Tyler, er benimmt sich seit kurzem wirklich sehr merkwürdig. Ich wollte dich fragen, ob du und Tyler zusammen seid? Es ist kompliziert, aber im Grunde genommen... Es ist kompliziert. Dank ihm bin Facebook-Status. Aber ich hätte nie gedacht, dass es so endet. Ja, wem sagst du das? Aber das schaffen wir schon. Tyler, wir müssen reden. Ich versuche nachzudenken. Was willst du denn? Tyler, wir brauchen die Maske deines Großvaters. Nur so können wir Kim retten. Hannah, was hast du ihr über meine Familie erzählt? Du sollst sie da raushalten. Hannah, warum lässt du Jess mit all dem durchkommen? Hast recht, das liegt wohl am Stress. Mach dir keine Sorgen. Es ist einfach alles so abgedreht. Jess, vielleicht findest du das ich Prisma. Ich stehe total unter Druck, weißt du? Bringe das rote Prisma in deinem Besitz. Nicht denn zu ihm rein hier irgendwie? Nee, ne? Hey, wo ist Jess abgeblieben? Jess? Sie versucht nur zu helfen. Fast wäre jemand gestorben. Du hast gesagt, dass du unter Druck stehst. Das ist bestimmt schwer. Ja, ist es. Es war nicht geplant, dass es so läuft. Du findest bestimmt eine Lösung. So wie immer. Glaubst du, Jess hat Sonny und Maya getötet? Will sie mich etwas sabotieren? Hat sie das vor? Tyler, hör auf, Jess die Schuld zu geben. Sie ist die Einzige, die so mutig ist, was dagegen zu tun. Jess hört wenigstens auf mich. Und sie hat ihr Leben riskiert. Wirklich? Na gut. Hab sie falsch eingeschätzt. Sie braucht nur deine Führung, Tyler. Wie wir alle. Ja, das stimmt. Ihr solltet bald... Dir besser zu... Okay. Zeit hier zu verschwinden. Tyler, diese Kreaturen, die wir gesehen haben. Und die komischen maskierten Leute. Warum hast du keine Angst vor denen? Irgendwie gehen sie mir aus dem Weg. Hat vielleicht mit meiner Familie zu tun. Es ist mein Familienerbe. Ich habe es selber noch nicht ganz verstanden. So, wir haben es sehr gut. Jess, was hast du hier verloren? Wo kommst du her? Tyler, ich bin bald zurück. Versprochen. Jess, wir sollten gehen. Komm mit. Wo wollt ihr hin? Hannah! Warte! Hast du das Prisma? Ja, ich hab es. Er wird sauer sein. Und jetzt? Wir brauchen die Maske. Sie ist in der alten Kommune. Die alte Kommune? Was ist da? Hier war mal eine andere Gruppe. In den 70ern. Von denen spreche ich. Auf Wiedersehen. Tyler hat sich zu allen Notizen gemacht. Stand da vielleicht auch etwas über mich drin? Ja, Fußabtreter und 1,2 Millionen in Ersparnissen. Und? Was lief so zwischen dir und Tyler? Ich hatte eine üble Trennung hinter mir. Also richtig übel. Und er hat mir wieder auf die Beine geholfen. Zuerst ist er nur mein Lehrer gewesen, aber dann hat es gefunkt. Dank ihm fühle ich mich vollkommen. Warte mal, ich kann... Hat mein Prisma das gemacht? Jess, Jess, ich komme nicht weg. Gibt's einen anderen Weg? Das ist der Pfad des Geistes. Tyler kam hierher, um die Maske zu holen, aber eine Kreatur hat ihn aufgehalten. Bleib einfach am Funkgerät. Ich sag Bescheid, wenn ich da bin. Baby gedrückt hat, um Rot-Prisma-Fähigkeit auszuwählen.
Folge dem Schildern zum Geisterpfad. Okay. Gehen wir mal hier lang, ne? Kannst jetzt nicht meditieren, ja, das ist ja super. Ja, ja. Gib mir nicht auf den Sack, ich habe keine Zeit. Ja, was ist? Ich habe über mich und Tyler nachgedacht. Glaubst du, er hat mich nur ausgenutzt, dass ich ihm eigentlich egal war? Ich glaube, dass Tyler jeden hier ausnutzt. Ich weiß nicht, wie viel ihm an dir lag, aber du warst für ihn definitiv sehr nützlich. Ja, das denke ich auch. Danke. Stell dir vor, alle hängen an deinen Lippen. Alle tun, was du ihnen sagst. Also der Typ ist ja total besessen, gerade auch von den Kristallen und von der Macht und... Es ist echt wahr. Okay, Hannah, bin da. Beim Pfad des Geistes. Ich glaube, der Nebel ist dort besonders dicht. Warum rauscht es hier nur so krass? Ich muss bei Hannah bleiben. Echt unglaublich. Das gefolterte Kultisten. Quasi nur hier vorstehen bleiben, bis er das zerstört. Genau. Der sieht echt übel aus. Das Ding ist unverwundbar. Okay. Ach du heilige Neune, als ich Tee zum ersten Mal getrunken habe, war ich ängstlich und aufgeregt zugleich. So etwas habe ich noch nie probiert. Vielleicht waren da Pilze drin. Stell dir mal vor, Pilztee. Mein Training und meine Meditation haben sich ausgezahlt. Ich kann es in jeder Faser meines Wesens spüren. Ich sah die leuchtenden Farben der prismatischen Ströme. Ich sah, wie mich die lebenden Verkörperungen der Prisma-Wissenschaften im Nebel an ihre Seite winken. Sie hätten keine Angst, und wenn sie keine Angst haben, warum sollte ich es? All meine Sorgen über Geld oder darüber, mich nicht zu um Lissy kümmern zu können, waren verflogen. Was ist die Liebe eines einzelnen, unbedeutenden und armseligen Menschen schon wert, wenn ich hier bei meinen Brüdern und Schwestern sein kann? Es ist nicht meine Schuld. Selbst wenn es so wäre, spielt es keine Rolle mehr. Ich kann die Welt nun so wahrnehmen, wie sie wirklich ist. Nur das zählt. Okay. Bin mal gespannt, ob wir hier die Maske finden. Das ist für ein Pfad, okay. Also das heißt, wir müssen dann nicht wieder diesen beschissenen Rückweg nehmen, sondern können den anderen nehmen. Du bist hier willkommen, du bist etwas Besonderes, du wirst hier verstanden, du hast alle Nötige. Du hast alles Nötige, um selbst die Wahrheit zu verstehen. Diese Maske ist dein heiliger Fokus. Dieses Prisma ist deine Linse, mit der du die Wahrheit siehst. Zusammen werden wir das Ritual durchführen, um dich auf diese Rüstung für deine Transzendenz abzustimmen. Sie wird eine Verlängerung deines Wesens, deine Befindlichkeiten, deine Bedürfnisse werden. Dich nicht länger zurückzuhalten. Ich werde dich stärken, aber du musst ehrlich sein. Du darfst nichts verbergen. Bringe alles ins Licht. Deine Augen werden für die absolute Wahrheit der Prismenwissenschaft geöffnet. Nimm meine Hand und ich werde dich und deine Brüder und Schwestern führen. Gemeinsam werden wir geheilt und gemeinsam werden wir aufsteigen. Nun trink den heiligen Tee. Okay. Das heißt, die Maske wird hier sein. Nee. Gar nicht. Komisch. Dachte so, okay, hier wird die Maske sein.
Es sind zwar Masken, aber keine zum Einsammeln. Das ist ja merkwürdig. Okay, aber hier geht's ja auch noch raus. Weil der wird die da nicht mitten im Wald liegen lassen, die Maske. Anna? Bist du da? Ich hab was echt Komisches gesehen, aber es war nicht bedrohlich. Die Farben waren so schön. Ich hab die Stimmen von allen anderen gehört. Aber viel einsammeln können wir jetzt hier auch irgendwie nicht, ne? Ärgert mich so ein bisschen. Beifuß erhalten. Kannst jetzt nicht meditieren, ja toll. Ja, mach hier keine auf dicke Welle. Muss doch weitergehen. Ach, hier vielleicht. Mann, das ist ja auch wieder verzwickt hier, ey. Was haben wir denn hier? Die Banalitäten werden dich nicht länger zurückhalten. Die Prismen versorgen dich mit allem, was du brauchst. Die Prismen nähren dich. Die Prismen lassen dich erstrahlen. Zum Werbeflyer, ne? Du lässt alles hinter dir, was ja moderne Welt bindet. Alles, was dich zurückhält. Alles, was dich davon abhält, in die leuchtenden prismatischen Ströme einzutauchen, die die Dunkelheit der Existenz durchdringt. Okay. Ach, dann sind wir hier auf der anderen Seite. So, das heißt, hier ist... nichts weiter? Ach doch, hier geht's weiter. Schon gewundert. Das wäre es ja gewesen, ey. Wenn nicht weitergekommen wären. Ach, Hannah muss doch hier irgendwo sein. Das Gefühl, wir sind ja gleich wieder zurück. Jess, hier drüben. Ach da, okay. Hannah, wir haben es geschafft. Gut, du bist wohl auf. Jess, ich fühle mich so abhängig von Tyler. Was soll ich machen? Trenn dich. Du fragst mich zwar, aber ich glaube, du kennst die Antwort schon. Ja, hast recht. Bereit, die Maske zu finden? Ja, bin bereit. Wir haben Tylers Prisma. Als nächstes holen wir uns die Maske. Und damit können wir Kim helfen? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Prisma-Energie daran schuld ist. Mit der Maske kann ich die Energie wahrscheinlich umleiten. Hättest du das vor ein paar Tagen gesagt, hätte ich gedacht, du wärst verrückt. Da ist sie, die Kommune. Heilige Scheiße. Sie ist riesig. All die Gebäude. Kannst du die große Kuppel sehen? Da müssen wir jetzt hin. Der Weg runter ist hier. Aber warte mal, wir können doch bestimmt noch ein bisschen was unterwegs einsammeln, oder? Das ist mal eine Art Gewächshaus gewesen. Was bauen die an? Größtenteils Nahrung. Sicher auch psychedelische Drogen. Ganz bestimmt. Tyler ist manchmal hergekommen, um sie zu ernten. Ja, gut, dass sie wartet. Ich habe nämlich Schiss gehabt, dass sie einfach wegläuft. Boah, wir können ja noch ein bisschen was einsammeln. So, das heißt... herstellen. Mehr ist hier nicht. Aber wenig, ey, für so ein Gewächshaus. Warte mal, wir gucken hier nochmal. Wie schnell die Pflanzen seit dem Ritual gewachsen sind. Und wie geht's weiter? Sehen wir uns erstmal nach etwas Nützlichem um. Ich sehe hier nach.
vermute mal, wir werden bestimmt noch die eine oder andere Pflanze übersehen haben. Ah, ein Eisenschlüssel, sehr gut. Hey, Hannah, hier kommen wir leider auch nicht durch. Hab einen Schlüssel gefunden. Sehr gut, nimm ihn mit. Ich glaube, ich weiß, wie wir die Pflanzen loswerden. Ich bin immer noch hier. Was hast du rausgefunden? Diese verdammten Pflanzen wachsen sofort nach, wenn man sie schneidet. Aber siehst du das Bewässerungssystem hinter mir? Ich denke, die richtige Mischung sollte die Pflanzen beseitigen. Das richtige Verhältnis? Und kennen wir das auch? So steht's auf dem Zettel, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Willst du mal schauen? Und ich soll das jetzt verstehen, ja? Das ist alles ziemlich kryptisch, aber ich glaube, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Ich bin mir relativ sicher, die Symbole stehen für Pflanzen und Chemikalien. Zum Glück wirst du daraus schlau. Ich überlasse das dir. Das heißt, uns fehlt hier noch eine Pflanze. Die müssen wir auch noch verarbeiten. Nee. Ja, eine Pflanze muss ja, müssen wir ja noch übersehen haben. Warte mal, ach da. Die haben wir ja schon. Schwere Silber, eine alchemistische Pflanze. Ja, das war's auch nicht. Das war auch falsch. Mal, ob wir noch irgendeine andere Pflanze finden. Ich vermute mal, dass sie in einem anderen Raum, in einem anderen Gewächshaus hier noch ist, hier der Seite, dass da hier noch irgendwas ist, was ich übersehen habe. Hier haben wir auch eine Pflanze. Mal. Geistpilz, sehr gut. Den brauchen wir zum Meditieren. So, jetzt ist das Inventar voll. Da gibt es ja wahrscheinlich eine Reihenfolge, wie man das macht. Oder? Alchemieanleitung. Information anzeigen. Kann man die nicht lesen irgendwie? Okay, da ist eine Reihenfolge irgendwie, in wie man die reinstecken soll. Alles wieder für den Popo. Freunde, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich muss mir das mal alles in Ruhe angucken. Das kommt dann bestimmt hier rein. Genau.